Es ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich. Jetzt muss ich diesen Kram nochmal spielen. Und ich konnte es ja beim letzten Mal schon nicht wirklich. Aber bis jetzt stelle ich mich ja noch relativ gut an. Wow, okay. Oh, wow, das war mega knapp. Ah. Komm, 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 komm. Eigentlich kann ich, glaube ich, auch noch irgendwie mehr machen. Aber ich will einfach nur weglaufen. Und so weit wie möglich kommen. Das sieht doch gut aus, oder, Freunde? Ein paar Äpfel einsammeln hier. Oh, die Kugel kommt immer näher, die Kugel kommt immer näher. Schnell, schnell, schnell. Oh nein, ich bin zu früh abgesprungen. Nochmal, ich flipp aus. Okay, unser letztes Leben. Wir suchen es nochmal. Diesmal werde ich auch wirklich erst abspringen, wenn es notwendig ist. Wow, Glück gehabt. So, da kommt die nächste Kugel. Wir spielen gerade um die Büroarbeit. Okay, jetzt ist unser letztes Leben. Eine letzte Chance haben wir noch. Der Büroarbeit zu entkommen. Wir haben den Mund ja ziemlich voll genommen. Und haben Elena gesagt, wir haben geübt. Wir haben es jetzt drauf. So. Okay, Konzentration. Haha! Shit! Bleiben die? Okay, Freunde. Wir haben hier noch einen kleinen Epilog. Das ist ja mal krass, damit habe ich gerade überhaupt nicht gerechnet. Ich sollte echt aufräumen. Allerdings, das sieht aus. Nee, später. Wie Sau. So gut. Und wer ist diese junge Dame? Ist das etwa die Tochter? Mom? Ja. Dad? Jemand da? Okay. Juhu. Unser Hund möchte spielen, wie süß, aber es scheint hier wirklich niemand da zu sein. Mal sehen, was du hast. Mom hört komische Musik, aber die hier gefällt mir. Okay, wir schauen uns weiter um. Ach so, das ist ja unser Zimmer hier. Wir haben ein Aquarium. Das war eben das Schlafzimmer. Wir schauen mal hier hin. Die sind wohl abgehauen. Tja, wir scheinen alleine zu sein. Und es sieht wirklich aus wie Sau in dieser ganzen Bude. Was stand da? Na gut. Aber nur das eine. Wirklich sehr süß. Einer reicht, habe ich dir gesagt. Ich finde, sie sieht Elena auf jeden Fall ähnlich. Okay, wir gehen am besten mal raus. Diese zwei. Okay, ein Brief. Was steht denn drauf? Wir sitzen in einem kleinen Café in einer belebten Straße von Havanna und trinken den vielleicht besten Espresso meines Lebens. Kein Auftrag, niemand verfolgt uns, der Ruhestand fühlt sich komisch an. Gut, aber komisch.
Sam lässt ausrichten, dass du den Kühlschrank mit nicht ganz so beschissenem Bier auffüllen sollst, bevor wir kommen. Seine Worte, nicht meine. Außerdem erinnert mich Sam daran, dass du die Wette verloren hast. Gegen uns beide. 12 Monate rauchfrei, Tendenz steigend. Und ich bin in Kuba, verdammt nochmal. Ich war also ein braver Junge. Wie auch immer grüßt die Mädels von uns, sagt Cassie, sie soll schon mal das Backgammon-Brett rausholen. Ich will meine Revanche. Ich freue mich, euch alle in ein paar Wochen zu sehen. Dein Kumpel Victor. Okay. Dann gehen wir mal raus. Hey! Weg ist sie. Wow, Freunde. Oh mein Gott. Ein perfekter Tag. Jetzt fehlt nur noch der Rest unserer Crew. Wow. Wow, das ist ja wohl mal mega gut. Okay, wir sehen uns hier mal um. Da hinten ist ein Boot. Da ist noch ein anderes Häuschen. Da gucken wir gleich mal rein. Ey, ganz hier möchte ich wirklich... Oh, da ist jemand da? Nein, niemand. Hey, Vicky. So, Süße. Wo sind Mom und Dad? Na los, such sie. Los. Echt jetzt? Gut, suche ich sie selbst. Okay, wir suchen sie selbst. Wir gucken mal an das andere Haus. Vielleicht haben sie sich hier versteckt. Sie wollten einfach mal ihre Ruhe haben. Tür ist auf. Und hier auch nicht. Okay, dann warte ich wohl einfach. Wir sehen uns trotzdem einfach mal kurz hier um. Was bewahrst du hier auf? Geht nicht auf. Was ist das hier überhaupt für eine Hütte? Da ist Tauchausrüstung. Elena und Sally waren das doch, oder? Tja, aber auch hier ist die Bude leer. Wo haben die sich bloß versteckt? Das grenzt das Suchgebiet ein ganzes Stück ein. Ich komme hier nicht mehr raus. Wow. Das wurde toll gesäubert. Ich komme hier nicht mehr raus. Oh ja, bei der hier war ich mit Sally unterwegs. Wie kommen wir denn jetzt aus dieser Bude wieder raus? Ah, hier ist ein offenes Fenster. Wie albern. Okay, das sind wir. Treasure Hunting runs in the family. Das sind seine Schlüssel. Das sind seine Schlüssel. Okay, wir können nachsehen, was im Schrank versteckt ist. Keine Chance. Einfach keine... Chance. Oh, wow. Ich wusste es. Was ist das? Eine spanische Dublone. Aber von wo?
Freunde, uns kommen die Sachen doch bekannt vor, oder? 16. Jahrhundert. Wo ist das her? Unsere ganzen gesammelten Schätze. Irgendwie gruselig. Irgendwie cool. Hallo. Nach Averys Schatz gesucht? Ich glaube, wir werden da gerade erwischt. Ertappt. Das brauchen wir uns jetzt aber nicht alles durchlesen. Ein Bild? Niemals. Ah, ist das Dad? Ja, das ist so. Das ist doch das Buch. Großes aus kleinen Ursprüngen. Okay, wir können hier ranzoomen. Was ist das? Found this on my... Okay, wir können es auch einfach so machen. Das habe ich auf meiner alten Kamera gefunden. Ich dachte, du würdest es gerne haben. Was zur Hölle? Sully, Elena und Nate... Oh, Scheiße. Mist. Hey, da bist du ja. Hey. Wir haben dich gesucht. Was machst du hier drin? Ich hab euch gesucht. Mach schon, wir haben das Boot beladen. Wir können los. Cool, ich werde dann gleich nachkommen. Wieso? Ich muss nur, Was ist los, Cassie? Okay. Sei nicht sauer. Hey, ich sag doch, sei nicht sauer. Schlüssel. Also? Was hast du gesehen? Gar nichts. Naja, nur das Foto von euch beiden und Sully. Mit einem Haufen spanisch aussehender Schätze. Und einem Gewehr. Hm. Ja. Das musste irgendwann passieren. Vielleicht sollten wir sie einfach erzählen. Sie ist noch nicht bereit dafür. Bereit für was? Den abgefahrenen Scheiß da drin? Wortwahl. Ja, Wortwahl. Entschuldigung. Aber ihr beiden habt ja im wahrsten Sinne des Wortes Leichen im Keller. Oder zumindest so eine Art silbernen Totenkopf. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Wirklich? Nate? Zeit für das Gespräch. Ja, es ist absolut Zeit. Moment, um welches Gespräch geht es hier? Sie ist noch ein Kind. Sie ist älter als du und Sam, als ihr das alles begonnen habt. Das ist was anderes und das weißt du. Okay, hör zu. Wenn ihr irgendetwas Zwielichtiges angestellt habt, ist das total okay. Aber ich finde, ich bin alt genug, es zu erfahren, richtig? Alt genug? Wie alt bist du? Haha, witzig. Mom? Okay. Tja, mal sehen. Für mich fing's an, als dieser Typ mich wegen einer Story über einen riesigen historischen Fund anrief. Er klang wie ein absoluter Schwindler. Ja, attraktiver Schwindler. Nein, ich kannte ihn ja noch gar nicht. Oh, sie wusste es. Sie wusste es. Also dieser Schwindler sagt, wenn Sie die Reise finanzieren, gebe ich Ihnen den Sarg von Sir Francis Drake. Und damit das klar ist, ich habe auch geliefert. Ja, du hast uns indonesischen Piraten ausgeliefert. Ach, jetzt komm, du weißt, damit hatte ich nichts zu tun. Okay, Leute, Auszeit. Ihr behauptet, Piraten hätten euch angegriffen?
Nachdem ihr den Sarg von Sir Francis Drake gefunden hattet. Ist das richtig? Ja, eigentlich das schon. Stimmt. Ja. Bullshit. Mordwahl. Quatsch. Besser. Okay, erzählt weiter. Wisst ihr was? Sonne scheint, das Boot ist bereit, der Wind ist perfekt. Ihr wollt die Geschichte erzählen? Warum nicht auf dem Wasser? Kommt. Warte, wie hat Francis Drake ausgesehen? War's eklig? Weißt du, er lag nicht drin. Ja, nur sein Tagebuch und eine Karte von Eldorado. Der Stadt aus Gold? Ah, das ist die Legende. Es war nur eine Statue und sie war verflucht. Krass, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Aber das kommt erst viel später. Also, die Karte führte uns mitten in den Dschungel des Amazonas. Ja, meine Lieben, das war's mit Uncharted Teil 4. Es war wirklich ein ganz, ganz grandioses Spiel. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Dieser Epilog am Ende war eine Überraschung. Und ich danke auch nochmal euch fürs Zuschauen, für eure Geduld, wenn die Folgen mal etwas unregelmäßig gekommen sind. Das tut mir leid, aber ist leider so. Und ja, vielen, vielen lieben Dank für eure Kommentare, für eure Daumen nach oben und überhaupt für alles. Und wir sehen uns im nächsten Spiel. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.